Hallo bei Marius Fliegendose. In diesem Video bin ich mit euch eine Variante der Klinkhammer Spezial. Und als Haken verwende ich hier den Tunker Expert Barbless Klinkhammerhaken TE120 in der Größe 8. Und als Faden den UTC 70 in Weiß. Den lege ich mal an. Für die Sichthilfe der Fliege verwende ich schwarzes Polypropylengarn. Da schneide ich mir ein Stück herunter, doppel dies, schneide es einmal durch und nehme dann eine kleine Bürste und bürste mir die Fasern etwas aus, da die immer ein bisschen zusammenhängen. Und bekommen dann so einen schönen Strang. Und dann binde ich mir das Material ein und taper es mir sehr stark aus. Also schneide es mit der Schere in einer nach hinten sich verjüngenden Form zurecht, um mir einen schönen konisch verlaufenden Körper schon mit dem Bindefaden und dem Polypropylengarn zu formen. Dann brauche ich nicht so viel Dubbing und muss da auch nicht so auf das Taper der Fliege achten, sondern habe dies gleich mit der Grundwicklung vorbereitet. Und den Faden führe ich ungefähr so weit runter, bis dieser mit der Hakenspitze übereinstimmt. Als Material für den Körper verwende ich Antron Dubbing in der Farbe Here is Ear. Und da braucht man jetzt auch gar nicht viel von. Es geht wirklich nur darum, der Fliege etwas Farbe zu geben, da ich ja die Körperform schon mit dem Faden und mit dem Polypropylengarn vorgegeben habe. Spinne ich mir das an. Und wenn ich das Dubbing mir hier eingefangen habe, dann drehe ich immer noch mal mit der linken Hand etwas nach, damit der Dubbingstrang sehr schlank bleibt und ich einen schönen konischen Körper erhalte. Nehme ich noch so ein ganz bisschen dazu, also wirklich nur so eine mikroskopisch kleine Menge. So. Jetzt wickele ich mir den Flügel etwas hoch, um einfach gleich besser weiterarbeiten zu können. Und als Hechel für diese Fliege verwende ich eine dann farbene Hahnenhechel. Diese wickele ich mir direkt mit ein und wickele sie hier mit zwei, drei Wicklungen ab und forme mir dann, manchmal rutscht das auch, den sogenannten Parachute Post. Das ist der Bereich, den ich hier gerade forme, um den später die Hechel herumgewickelt wird. Und dieser Parachute Post, der muss schön fest sein, damit ich überhaupt die Hechel drumherum wickeln kann und damit dieser schön stehen bleibt und nicht seitlich wegklappt während des Fischens. So, und für den Thorax der Fliege verwende ich unser Feinspektra-Dubbing in der Farbe Peacock. Ich weiß, in der Originalfliege wird Pfauengras verwendet. Das benutze ich allerdings nicht mehr so gerne, weil mir das eigentlich immer viel zu fummelig ist, die Pfauengrasfibern da einzubinden und dann reißt wieder eine ab oder beim Fischen reißt eine weg. Und dann hält mir die Fliege nicht so lange, wie wenn ich sie mit einem Dubbing gebunden habe, und von daher mache ich es mir eigentlich relativ einfach. Achso, und noch zur Farbe des
Flügels. Ich verwende hier schwarz. Warum eigentlich schwarz? Aus meiner Sicht sieht man schwarz wirklich hervorragend, weil quasi nichts, was auf dem Wasser schwimmt, wirklich schwarz ist. Gerade in schneller Strömung haben wir sehr viel Blasen auf dem Wasser. Die sind eigentlich natürlich immer weiß. Und eine Fliege mit einem weißen Flügel sieht man in solchen Bereichen meistens sehr schlecht. Von daher ist schwarz ein ganz toller Kontrast. Und die Fliege werden wir auf jeden Fall immer sehr gut sehen. So, jetzt nehme ich die Feder und wickel sie um den Parachute-Post herum. Und mit jeder weiteren Wicklung, die ich mache, wickle ich immer unter die vorhergehende Wicklung drunter. Und von der Anzahl der Wicklungen, sage ich mal, liegen wir immer gut, wenn wir so 4 bis 5 nehmen. Das ist für solche Fliegengröße eine ganz gute Menge. Jetzt nehme ich den Faden und wickel um den Parachute-Post herum, ganz unter allen Fibern der Hechel, so 3 bis 4 Wicklungen, um die Feder zu überfangen. Nehme dann meinen Whip-Finisher und mache hier unten drum noch einen Abschlussknoten. Dabei solltet ihr halt darauf achten, dass ihr nicht mit dem Faden unterhalb des Hakens kommt, weil dann könnt ihr nicht weiterwickeln und natürlich auch nicht alle Fibern der Feder herunterwickelt oder herunterbindet. Dann sieht das Ganze auch nicht mehr so toll aus. So, und diesen Flügel, den schneide ich mir auch noch zurecht. Man sagt eigentlich immer so als Länge, ungefähr die Länge bis zum Hakenbogen. Da müsste ich jetzt dann auch ganz gut hinkommen. Ich mag die eigentlich lieber immer ein bisschen kürzer als zu lang, weil sie dann nicht so viel Widerstand bilden beim Werfen und man sieht die Flügel hier oder diesen Sichtflügel hier trotzdem sehr, sehr gut. Und jetzt braucht man noch etwas Lack und drehen die Fliege um und machen den Lack direkt unten auf die Wicklungen. Und das kann ruhig etwas mehr Lack sein, der kann ruhig in den Parachute-Post schön einziehen und so das Ganze etwas versteifen und die Feder schön sichern. Ja, und fertig ist meine Variante der Klinkhammer Spezial mit einem schwarzen Flügel. Und ja, ich habe mit ihr bisher schon sehr, sehr viele Fische gefangen. Fische die Fliege so schon mehrere Jahre, bin völlig überzeugt davon und werde euch in einem anderen Video nochmal eine andere Variante zeigen mit einem grellen Flügel für die sehr, sehr dunkle Tageszeit, dass man dort die Fliege einfach auch noch sehr, sehr gut sieht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch wie immer und ich wünsche euch alles Gute, euer Mario.